Es ist nur ganz klar, dass heute ein ganz wichtiges Spiel war. Und, dass ein Derby war und dass es so um 3 Punkte geht, die wir so sehr brauchen. Und dass wir am Ende mit keinen Punkten rauskommen, das ist ziemlich schlecht. Also das Gefühl ist ganz klar. Also ein schlechtes Gefühl. Aber ich meine, wir haben probiert, wir haben gekämpft, aber es fehlt ein paar Dinge bis jetzt. Also das ist, wenn du jedes Mal so verlierst, kannst du ein paar Ausreden finden, aber das ist jetzt. Es fehlt uns ein paar wichtige Dinge, die du brauchst für ein Fußballspiel zu gewinnen. Also das ist, wir wollten das sehr wichtig, das war für uns sehr wichtig, dass vor dem Spiel haben wir uns gesagt, wir wollen wieder zu Null spielen, weil wenn du 2 Tore wieder bekommst, das ist dann sehr schwer zu gewinnen, brauchst du dann 3 Tore. Und vor dem Tor müssen wir auch, das ist, Fußball ist ja nicht einfach. Du musst Tore machen, du musst keine kriegen. Und das kriegen wir überhaupt nicht hin. Wir halten den Ball nicht lang genug, wir haben zu oft den Ball zurückgegeben zu einem Gegner, der eigentlich, ich weiß nicht, wir haben verloren, aber ich kann nicht sagen, nach dem Spiel, Augsburg ist besser als Ingolstadt. Aber eigentlich doch, weil sie haben wieder gewonnen. Aber du brauchst den Ball, du brauchst das Geduld ein bisschen und du brauchst ein bisschen Ballbesitz und spiel nach vorne, wenn du gewinnen willst. Und wir geben zu oft den Ball zurück. Augsburg ist ein Bundesligist, sie haben auch Qualität. Am Ende, wenn sie die ganze Zeit Ball haben, sie haben genug Qualität, Lösungen zu finden, und haben sie das am Ende wieder gemacht.